Willkommen zur nächsten Folge. Wir machen hier in der Juwelkampagne der Definitive Edition weiter mit dem nächsten Kampagnenteil, der sich dann ums Schwein dreht, mit der Schweinsbucht. Und dazu muss ich sagen, ich habe jetzt ein Dreivierteljahr circa nicht weiter gespielt. Hatte teilweise wenig oder keine Zeit. Und in der Zeit, wo ich eben wenig oder keine Zeit hatte, kam dann die DLCs im Prinzip raus. Also das, was ich eben zu dem Zeitpunkt damals noch nicht kannte, vor einigen Monaten. Also ich bin jetzt hier im Anfang September 2024. Das war eben Schweinsbucht, Tal des Wolfes und was die Wirtschaft angeht, die neue Wirtschaftskampagne Heimeliger Herd. Ich habe mir natürlich alle geholt und ja, hatte dann später wieder mehr Zeit, habe mich dann aber erstmal um die Aufnahmen für Gothic 2, die Nacht des Raben und auch schon ein bisschen Gothic 3 gekümmert. Da bin ich jetzt schon recht weit vorangeschritten. Deswegen mache ich natürlich hier weiter. Aber ich bin eben etwas raus aus der ganzen Sache. Auch wenn ich natürlich Stronghold seit ja, frühen Jugendtagen kenne, muss ich mich erstmal wieder ein bisschen reinfinden und umstellen. Also wundert euch nicht. Gut, Mission 1, harte Landung. Wir waren als letztes, glaube ich, mit dem Schiff geflohen Richtung Westen zu den Ländereien des Schweins, um bei den Schweinsländereien irgendwie das Juwel zu finden. Wir begaben uns wieder auf die Fährte des Juwels. Wir wussten, sie war von dem berüchtigten Sklavenhändler Hawkswood entführt worden, einem der widerlichen Tyrannen des Schweins. Seine Burg lag im Landesinneren, hoch oben in den Bergen. Zuerst mussten wir jedoch in der sogenannten Schweinsburg an Land gehen, mitten im Herzen der Ländereien des Schweins. Eine einschüchternde Aufgabe, denn dort wimmelte es von gut bewaffneten Männern. Ah, das ist nicht gut. Wir legten des Nachts in einer vielversprechenden Bucht an und ruderten die Männer an Land. Doch bereits am nächsten Morgen wurde klar, dass man uns entdeckt hatte. Der Plan des Hauptmanns sah vor, Verteidigungsanlagen zu errichten, die Angreifer aufzuhalten und dann weiterzuziehen. Ich wusste nicht recht warum, aber ich hatte ein wahrlich schlechtes Gefühl dabei. Okay. Wir legten des Nachts in einer vielversprechenden Bucht an und ruderten die Männer an Land, doch bereits am nächsten Morgen wurde klar und so weiter. Ah, okay. Das ist immer derselbe Text wie eben. Gut, wir müssen also aushalten. Kluge Geschäfte sind der Schlüssel zum Erfolg. Ja, das versuchen wir ja immer. Verkaufe frühzeitig Startgüter, wenn nötig. Okay. Errichte zügig Holz, Stein und Eisenproduktion. Der letzte Angriff wird massiv. Deine Steinverteidigung sollte bereit sein. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Okay. Wie immer gucken wir natürlich uns erstmal alles an. Diesen Spielstand über... Und speichern. Ja, die Karten sehen doch immer ein bisschen kleiner aus, als man... als ich... denke erstmal. Okay, da oben ist der Wegweiser. Glaube, es gibt auch nur einen. Okay, da oben links sehe ich keinen. Okay. Okay, ein paar Bäume. Na gut.
nächsten Bäume sind dann ein bisschen weit weg. Haben wir da auch Eisen? Ja, okay. Steine? Okay. Kann natürlich sein, dass hier welche über den Strand hochkommen können. Gut, wir haben ein paar Armbrustschützen, Bogenschützen, Lanzenträger, Pikeniere. Hopfen haben wir, okay. Was haben wir da? Den Markt, okay. Jetzt muss ich mich erstmal wieder völlig reinfinden in das Ganze. Wir können hier Käsefarmen wahrscheinlich bauen und sonst erstmal nicht viel. Tja. Packe ich den doch erstmal dahin. Diesen und Speicher. Bisschen Holz wäre nicht schlecht. Okay, wir haben nicht so viel Holz. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Achtung! Und Marsch! Und ja. Bogenschützen bereit. Eine kleine Soldatentruppe des Schweins befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ei. Vorwärts, Pikeniere! Okay. Der Lord soll mal hier zurück. Okay, wir haben erstmal nur 3. Also ich würde mal sagen, bis wohin können wir denn eigentlich bauen? Bis da vorne? Ich würde sagen, es ist gar nicht schlecht, wenn wir hier... erstmal ein bisschen uns was abzwacken. Wir haben leider zu wenig. Sire, vorwärts! Mein Bogen ist in Ordnung. Okay. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden. Das Schwein greift an Gnaden. Okay, wir können auf jeden Fall erstmal... oh, halbe Rationen. Erstmal noch ein bisschen aushalten hier. Eieiei, Streitkolbenkämpfer. Ach doch, von da hinten können sie auch kommen. Mein Herr? Eure Befehle? Oh Gott, ich muss erstmal wieder komplett die Steuerung hier. Mich wieder reinfühlen in alles. Okay, die Frage ist, wo können sie lang? Und ich glaube, sie können halt hier unten auch lang. Deswegen mache ich mal hier lieber ein bisschen zu. Okay. Ich hoffe, wir können sie schon irgendwie angreifen von da oben. Zu Diensten. Schultert die Waffe auf dem Weg. Okay, die sollen natürlich Reichweite haben, unsere Leute. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Okay, perfekt. Diesen und Speicher. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Okay, können wir denn diesen Hopfen hier verkaufen? Ja, können wir. Gott, was mache ich denn? Eure Beliebtheit sinkt. Ach so. Okay, Mühle. Aber... ja. Ah, scheiße, wir können gar nicht... okay, das war jetzt ziemlich bescheuert. Oh Gott, ich muss erstmal komplett wieder reinkommen.
Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Oh, der Lord, ne? Das ist... Okay, aber die Bäume werden dann auch bald weg sein. Wäre halt gut, wenn wir noch ein bisschen Holz kriegen würden hier für ein Torhaus. Diese kleinen Türme gibt es auch noch. Okay, Beliebtheit. Eine kleine Soldatentruppe des Schweins befindet sich auf dem Weg zur Burg. Okay, erstmal gucken. Ach Quatsch. Okay, also wir müssen so einiges aushalten auf jeden Fall. Die Käsereien sind natürlich auch gut für Armbrustschützen. Oh Gott, wir brauchen echt das Holz. Was wünscht ihr? Auf dem Weg. Aber gern. Okay. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Wir brauchen erstmal noch ein bisschen Nahrungsversorgung, würde ich sagen. Die Truppen des Schweins greifen an. Ah, perfekt. Eieiei. Direkt ein paar Armbrustschützen. So. Das soll es erstmal sein. Okay, wir können gleich auch einen Turm bauen. Na komm, 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 komm. Na los. Na los. Okay. Bereit zur Stelle, eure Lordschaft. Achtung! Eieieiei. Wer spießt am meisten auf? Auf den Weg. Okay, jetzt wird's auf jeden Fall ein bisschen eng. Okay, wir sind natürlich auf der erhöhten Position. Das gibt uns natürlich total Vorteile. Okay, viel mehr halten wir nicht aus. Bogenschützen bereit! Okay, wir bekommen Holz, das ist schon mal gut. Aber... Mein Bogen ist euer, mein Herr. Eure Befehle? Rücken aus. Und los! Sire, Waffen geschultert. Bin zur Stelle. Bereit, Moment. Eure Lordschaft. In Ordnung. Ach, aber gern. Gruppen gerade durcheinander gebracht. Im Laufschritt. Achtung! Okay. Dann würde ich mal sagen, ist das mit dem Stein schon mal ein bisschen besser möglich? Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Normale Rationen. Okay, wir können, glaube ich, auch eine Brauerei, ja. Quatsch, eine Brauerei, das war Schenke, genau, das war das. Kostet aber dann doch ein bisschen viel Holz.
Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Gut, wir holen uns mal ein bisschen Gold. Dahin, euer Gnaden. Okay, können wir überhaupt Holz kaufen, ist die Frage. Ja. Okay, alles klar, dann... Mein Gott, ich komme hier richtig, richtig lahm nur rein. Ist einfach zu lange her. Und wenn man dann noch müde ist, dann wird's übel. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ganz viele Armbrustschützen. Ja gut, an die ganzen Waffensachen habe ich jetzt nicht so gedacht, dass die hier auch ein bisschen Platz brauchen. Es sind nicht genügend Gebäude, gibt es keine Arbeit, um das Gebäude zu verwalten. Ja, okay. Eure Lordschaft, vorwärts, Pikiniere. Wahrscheinlich kommen bald schon wieder irgendwelche Leute vom Schwein. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Okay, Eisenminen, weiß ich gar nicht, ob wir die überhaupt brauchen. Den ersten Stein kriegen wir wahrscheinlich bald. Ja, wir können mal gucken. Ah, noch eine Käsefarm. Nicht schlecht. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Okay. Weizen kann man zum Glück verkaufen. Okay, stimmt. Wir haben ja hier das Symbol, dass unser Bergfried abgeschlossen ist. Ach, du Scheiße. Eieieiei. Okay, das ist übel. Ich war natürlich viel zu lahm. Kann natürlich sein, dass ich hier alles nochmal machen muss. Können wir eigentlich Waffen kaufen? Nein, okay, schade. Okay, immerhin. Die Streitkämpfer warten noch. Das ist sehr, sehr gut. Okay, die ersten kommen. Nicht gut. Das ist alles gar nicht gut. Das Tor hält, glaube ich, auch nicht so lange aus. Die Waffen. Ja. Der Feind ist bezwungen. Ach, ein Glück. Was wünscht ihr? Da habe ich die Kurve gerade noch mal so gekriegt hier. Und Speicher. Okay, wir brauchen aber echt
Armbrustproduktion. Es sind nicht genügend Gebäude, gibt es keine Arbeit, um das Gebäude zu verwalten. Okay, so langsam, aber sicher komme ich wieder rein. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszahler. Okay, wir können bald auch schon so ein kleines Türmchen. Normale Mauern können wir auch, ne? Ja, okay, das mit den Steinen, das läuft alles. Hier können wir nichts. Okay, wir können sogar die richtig fetten Türme. Ey, wir kriegen einfach überhaupt keine Armbrüste. Kann nicht wahr sein. Okay, eine. Achtung! Das kann nicht wahr sein. Wir müssen echt welche kriegen. Den Markt stelle ich mal woanders hin. Wo ist er? Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Brauchen hier ein bisschen Platz. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Die Goldvorräte sind zu knapp, Sire. Okay, das werde ich alles nicht verkaufen. Ich verkaufe jetzt erstmal das Bier. Nochmal für eine Gerberei. Mein Gott. Das ist unfassbar. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Okay, wir holen uns mal noch ein bisschen mehr Gold. Okay, wir müssen mal gucken. Bogenschützen bereit. Dass wir hier das Torhaus mal geiler machen. Okay, dann können wir hier schon mal ein bisschen Steine. Steinwelle bauen. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr. Mein Bogen ist euer. Ja, okay, das mit der Nahrung läuft aber irgendwie. Achtung! Armbrustschützen kosten 20. Okay. Mein Gott, das geht wirklich schleppend, schleppend, schleppend. Ja, die Waffenkammer ist so ein bisschen weit weg. Achtung! Okay, wie viel Stein haben wir denn schon wieder? Wir könnten nochmal so ein kleines, nettes Türmchen bauen, ne? Ich denke mal, die kommen auch mit Katapulten später. Da können wir vielleicht wieder einfach Holzzeug nach vorne bauen. Waffen geschultert! Bereit, eure Lordschaft. Zur Stelle. Okay, das sieht schon mal besser aus. Aber das mit der Nahrung ist übel. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Okay, wir treiben es mal bis an die Spitze. Ich vermute fast, dass sie nächstes Mal schon zumindest mit so ein bisschen Belagerungsmaschinen kommen. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Okay. Ich weiß nicht. Die sind echt lahm mit ihren Armbrüsten. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. Wir brauchen einfach noch mehr.
Okay, jetzt haben wir zur Ausbildung gar keinen mehr. Ist natürlich auch nicht schön. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Da oben nimmt die Hütte keinen Platz weg, würde ich mal sagen. Ja, eine Kapelle könnte man eigentlich bald schon. Das wäre auch nicht schlecht. Achso, kann man eigentlich Obstgärten hier bauen? Nee. Ach, da unten kann man Obstgärten? Wie geil. Hopfen kann man hier auch überall nicht. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Okay, die müssen jetzt aber wirklich mal langsam hier nachkommen, die Leute. Es dauert natürlich immer etwas hier in dem alten Spiel. Mein Gott, ich bin es noch echt gewohnt, Rekruten benötigt, Sire. Dass ich hier immer meine Uhr stehen habe. Für die Gothic 2 oder Gothic 3 Folgen. Ja gut, das bleibt natürlich nicht aus, dass die Holzfäller hier draufgehen. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Achtung! Und ach du Scheiße! Und los! Ich kann mich anvisieren! Ich kann nicht anvisieren. Ladet nach. Waffen erschultert. In Ordnung. Der Feind hat Mauern eingerannt. Der Feind hat einen Belagerungsturm. Was? Stopp. Ah, nein. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, ich muss sogar nochmal neu laden. Weil das habe ich hier jetzt alles. Das hat jetzt hier alles überhaupt nicht geklappt. Okay, ich war hier überhaupt nicht aufmerksam. Ja. Die Masse überlebt der Lord nicht. Mein Gott, ich muss echt wieder reinkommen in das Ganze. Man ja. Rückt den Lord zu Lande. Eine Botschaft des Schweins. Ihr seid wirklich zu nichts gut. Oh, vielleicht kann man eure Haut noch verwenden. Ja, haben wir das auch mal gehört. Ihr seid Und laden. Okay. Immerhin habe ich gespeichert. Okay, der Belagerungsturm. Man könnte vielleicht so eine Fake-Mauer vorne aufbauen. Wir haben ja auch echt viel Holz. Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, dass ich die Mauern dicker mache und sowas alles. Mörderlöcher haben wir ja auch ganz viele. Da könnten wir ganz viele, meine ich. Na, wobei, nee, können wir gar nicht, ne? Okay. Ach du Scheiße. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Okay, das war knapp. Ich baue jetzt mal hier so eine. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Und dann die guten Barrikaden. Für die blöden Katapulte. Ja, okay. Der Wegweiser, natürlich. Ach, herrje. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Zur Stelle! Rücke aus! Achtung! Rücke aus!
mein Herr. Okay, die können da, denke ich mal, alle rauf. Die Truppen des Schweins greifen an. Da haben die auch eine ganz gute Reichweite. Na, können wir schon schießen? Und los, Sire! Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Okay, Baumeister. Da sterben schon mal welche, das ist sehr gut. Ach, einen Rambock wollten die auch noch machen. Waffen geschultert! Eure Lordschaft, ich kann nicht anvisieren. Okay, das sieht doch schon mal ein wenig vielversprechender aus als vorher. Ich kann nicht anvisieren. Und da kommt noch ein bisschen Verstärkung. Perfekt. Ich kann nicht anvisieren. Achtung! Ah, das ist doch schön. Achtung! Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Okay, dann wollen wir mal sehen. Okay, die sollten eigentlich gar nicht rauslaufen, aber okay. Ja, okay, sie können die aber treffen, anscheinend. Ja, okay, das klappt noch. Okay, leider sind ihre Armbrustschützen auch etwas geschützt. Okay, ja gut, der eine wird sich da vermutlich durchhacken, aber sei es drum. Den kaputt machen können wir jetzt da hinten nicht. Na gut. Achtung! Okay, der Typ ist gleich durch, aber das soll uns erstmal nicht stören. Okay, zwei Eisenminen. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Ja, sehr gut. Dann werden wir gleich... Aber wir müssen noch ordentlich aufrüsten. Wir haben erst die Hälfte ungefähr geschafft hier. Achtung! Die Burg hat standgehalten. Okay. Die Armbrustproduktion ist angelaufen. Sehr gut. Okay, ich würde mal sagen, bis wohin können wir denn so einen Turm? Okay. Schon recht weit bis nach vorne, ne? Muss man sagen. Gut. Dann lehne ich mich jetzt mal hier ein bisschen aus dem Fenster damit. Okay, wir müssen natürlich hier gewisse Verbindungswege haben. Allerdings ist da eben auch ein bisschen was kaputt. Leider können wir keine Mango oder Balliste bauen. Aber sei es drum. Achtung! Sire! Vorwärts! Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Ein bisschen hoch, diese Steuern. Okay, wir müssen... Quatsch. Wir müssen ein bisschen Nahrung verkaufen. Hilft nichts.
Die Wege sind einfach zu weit. Zumindest für die Armbrustleute. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Waffen geschultert! Im Laufschritt! Bereit, Eure Lordschaft! Zur Stelle! Und Marsch! Okay, wir testen das zumindest mal. Und speichern. Nicht, dass da jetzt irgendwie mega viele Typen kommen. Und hier alles kaputtballern. Ach scheiße, ich hätte den Turm ein bisschen weiter nach hinten bauen sollen. Ich meine, der hält mega lange aus, aber das ist... Ah, wenn da jetzt eine Masse an Katapulten kommt. Hi. Eure Befehle? Schwierig. Sind auf dem Weg. Na gut, wir hoffen mal das Beste. Ah, scheiße. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Achtung! Achtung! Okay, das ist immerhin was. Ein Turm voller, vor allem Armbrustschützen, der haut schon mal ordentlich was weg. Achtung. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Vor allem, wenn die sich da erstmal aufbauen. Und wenn sie mal von da hinten kommen, weiter links kommen, dann, naja. Ist das nicht so wild? Okay, ich mach mal hier ein bisschen Stärkung für diesen Weg. Die Nahrungsvorräte sind sehr von einer großen Truppe des Schweins, die auf uns zumarschiert. Okay, der Turm ist noch heile zum Glück. Sire! Achtung! Ja gut, wir haben zwar nur zwei Leute, die wir immer ausbilden können, aber Rücke aus. Das soll im Moment reichen. Ah, wir haben sogar schon Eisen bekommen. Aber ich glaube, so richtig Nahkämpfer brauchen wir nicht. Truppen des Schweins greifen an. Okay, sie kommen von da hinten. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber gut. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Okay, dann sind wir mal gespannt. Das sieht doch erstmal gar nicht schlecht aus. Steine arbeiten sich im Moment noch an den Vorwerken hier ab. Und das eine Katapult, das ist gar nicht gut. Sehr gut. Da bin ich ja mal echt gespannt, was für Missionen da noch so kommen beim Schwein. Meine Mission vom Schwein waren ja damals mit das Schlimmste, was es so gab. Vor allem
2 Mission. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Normale Ration. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Reiz, eure Lordschaft. Okay, die dürften das auch nicht schaffen. Die wollen wahrscheinlich auch einfach den Turm kaputt machen. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Okay, kein Problem. Die letzten paar Typen hier. Auch nicht wild. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Ich würde mal sagen, voller Erfolg. Diesen und Speicher. Zur Stelle. Achtung! Es werden Waffen benötigt. Ich glaube, so schnell kommen die uns da auch nicht mehr durch. Ja, wir könnten jetzt hier noch einen zweiten Turm möglichst weit vorne bauen, ne? Sogar einen richtig dicken. Ja, bis dahin können wir. Ach, Quatsch, wir können ja sogar... Wow. Wir können ja sogar bis da vorne. Okay. Dann stelle ich den mal etwas schützend hier hinter. Damit wir hier noch ein paar Barrikaden bauen können. Komm, das Eisen verkaufe ich jetzt mal. Und dann brauchen wir noch eine nette Verbindung. Na, komm schon. Und los! Na? Komisch. Unerreichbar, Sire. Warum kommen die denn da jetzt nicht rüber? Oder hat hier irgendwie was gefehlt? Sire. Aha. Ja, perfekt. Achtung. Waffen geschultert. Gut, wie viele Leute haben wir noch? Ah, okay. Dann können wir eigentlich auch noch eine Kirche hier bauen. Eine Kapelle, meine ich. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Extra Rationen. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Okay, 2 Leute haben wir hier noch, aber das sollte... Achtung! ...für unsere Mini-Produktion reichen. Bereit, eure Lordschaft! Wiesen und Speicher. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ja, das ist auch geplant, ich weiß... Guten Morgen, eure Lordschaft. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Achtung! Zur Stelle! Achtung! Vorwärts! Achtung! Und los! Ja, man könnte wahrscheinlich auch eine Flagge setzen, ne? Das funktioniert ja jetzt eigentlich besser. Okay. Achtung! Ich glaube, das mit den Flaggen hatte immer bei der normalen Edition nicht so funktioniert. Ach,
Ich Idiot, ich kann ja bei der Definitive Edition auch gucken, wie viele Rohstoffe wir haben hier. Unten links. Okay, ich denke mal, ein, zwei Angriffe kommen noch. Aber ich würde mal sagen, wir verstärken nochmal den Turm ein bisschen. Aufklärer berichten von einer großen Truppe des Schweins, die auf uns zumarschiert. Achtung! Ich denke mal, beim letzten Angriff reden sie dann von einem gewaltigen Heer. Okay, Nahrung geht. Okay, wir haben echt viel Holz mittlerweile, aber das ist auch gut so. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Ach du Scheiße, Nahrung ist alle. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Normale Rationen. Okay. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Ein wirklich gerechtes Steuersystem. Wir müssen da echt die Balance ganz gut halten. Wir haben schon wieder nett Steine. Die Nahrung des Schweins ist sehr knapp, Sire. Sehr gut. Die Hütten sind jetzt hier schon zu Häusern geworden. Perfekt. Achtung! Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich meine, gut, wir hätten mit dem Stein, den wir jetzt haben, den Turm auch noch weiter nach vorne schieben können. Das mache ich ja immer gerne. Ah, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, warum da nur einer schießt, aber gut. Okay, die arbeiten sich mal wieder an den Mauern ab. Sehr gut. Wenn man es Mauern überhaupt nennen kann. Holzpalisaden, besser gesagt. Ja, ich würde mal sagen, das war's mit dem. Mit so wenig Streitkolben-Campern wird das wohl eher nix. Achtung! Und wir können natürlich hier einfach immer wieder aufbauen, kein Problem. Diesen und speichern. Tja, perfekt. Könnten jetzt sogar das Projekt hier wagen. Ich glaube, die Einheiten zählen auch noch ein bisschen mit in die Reichweite. Das wäre eigentlich mal eine lustige Sache jetzt hier. Ich mach mal einen zweiten Speicherstand. Diesen und speichern. Sire, rücke aus! Ist natürlich jetzt ein bisschen gefährlich, ne? Waffen geschultert!
Rücke aus! Achtung! Aber wir haben ja gespeichert. Und die Armbrustschützen sind natürlich mega lahm. Ja gut, ein bisschen Zeit haben wir anscheinend noch. Tja. Natürlich reißen wir dann die Treppe da auch ein bisschen ab. Okay, beschädigt wurde der Turm nicht. Sehr gut. Wir können sogar hier auch noch Bollwerke machen. Geil. Ja, wenn die einfach blöd drauf losschießen, dann Achtung! Haben sie Pech gehabt. Okay, der Test klappt dann anscheinend doch. Aber da füge ich jetzt keine mehr hinzu. Also, die gehen da jetzt hoch, wir reißen hier ein bisschen Treppe ab und dann soll es das gewesen sein. Also mindestens werden sie die Leute, die hier ankommen, mega schwächen. Ach, das ist ja wohl nicht sein Ernst. Läuft der Kerl einfach komplett raus zu seinen Leuten. Und die Kinder natürlich auch. Aber die sind ja unsterblich. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Achtung! Boah, da merkt man echt, was das für eine Auswirkung hat, ne? Wenn die Produktionsgebäude zu weit weg sind. Achtung! Ich meine, Holz haben wir ja. Holz können wir auch locker nachkaufen. Aber gut. So, immerhin klappt das mit der Flagge. Sie gehen alle hier oben rauf. Bereit, eure Lordschaft! Achtung! Und ständig zwischendurch diese Sounds von den Gerberinnen, die hier den Kühen die Kehle durchschneiden. Glaube, sowas gäbe es heute nicht mehr. Okay, jetzt können sie aber auch mal langsam kommen. Klar, ne? Es kann sein, dass sie da hinten gar nicht kommen, sondern hier. Aber gut, wir verstärken ja jetzt auch hier so ein bisschen wieder. Mal schauen. Also, Mann, bei den Staubwolken gehe ich davon aus, dass der Feind in großer Zahl auf uns zumarschiert. Oh, das Gesicht von dem, das sieht man aber auch sonst nicht, ne? Eine Botschaft des Schweins. Meine Männer werden eure Knochen zermalmen. Ja gut, die Nachricht kennt man ja aus dem Spiel von damals. Aus der Hauptkampagne. Achtung! Na dann. Das Volk liebt euch, my Lord. Ah, durch die Religion geht's immer ein kleines bisschen nach oben. Sehr, sehr schön. Nahrung läuft auch ganz gut, geht auch eher nach oben. Die Truppen des Schweins greifen an. Haha, perfekt. Zur Stelle. Okay, wir kriegen aber ganz schön was ab. Das sind einfach zu viel. Ihnen halten die nicht stand.
So gut wie tot. Okay, sie sollen vor allem die Baumeister mal angreifen. Sie sind Geschichte. Lade nach. Kurzer Prozess. So, ah, da sind ja noch mehr Baumeister. Okay. Ja, okay. Kein einziger Baumeister hat es überlebt. Okay, da sind noch ein paar. Und los! Ja gut, mit so vielen Gegnern ist natürlich klar, ne? Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Naja, so knapp sind die Vorräte nun auch nicht. Sire? Ja, ich glaube, die können wir aber da lassen, die Leute. Achtung! Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Sie schicken so ein paar einzelne Armbrustschützen nach vorne. Okay, Pegenira, der jetzt auch dabei. Nicht schlecht. Aber gut, die müssen sich erstmal an allem abarbeiten und die müssen erstmal hier durchkommen. Und die Bogenschützen sind mit einem Schuss auch tot. Und die Leiterträger, naja, die bringen zumindest bei Palisaden ja nichts. Aber sie könnten hier... Na doch, sie können hier natürlich doch rankommen. Ja gut, in dem Sinne ist es natürlich blöd gewesen, dass wir hier noch Mauern vorgebaut haben. Ah, bin mal gespannt, ob hier irgendwelche Leitern übrig bleiben. Waffen geschultert! Okay, eine Leiter. Eine Leiter ist noch da. Eine Botschaft von eurem Informanten. Die Leute fordern eine Kill. Okay. Also diese eine Leiter. War jetzt nicht so gut. Wow. In Ordnung. Aber gern. Okay. Nicht schlecht. Oh. Eieieieiei. Okay, aber sie können... Boah, scheiße. Okay, wow. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Eure Landschaft? Das ist überhaupt nicht gut. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Das müssen wir, glaube ich, nochmal versuchen. Ah. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass sie mit Pikenieren auch noch kommen. Okay. Und laden. Da sollten wir doch noch mal in uns gehen. Aber nett, dass die Herausforderung da mal so ein bisschen anders wird. Leider können wir keine Waffen kaufen. Das ist ein bisschen blöd. Ist auch ein bisschen zu knapp, noch irgendwas zu machen. Okay, wenn sie von dahin kommen. Hm. Okay, also wegen der blöden Leiterträger ist es auf jeden Fall gut, hier noch ein bisschen Holzkram außen ran zu bauen.
Aber wir brauchen auch eigentlich sowas wie einen zweiten Wall oder so. Zweite Linie. Diesen und Spalter. Vielleicht auch erstmal generell hier vielleicht so eine gewisse Engführung bauen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Gut, dann müssen sie hier durch. Ach, da ist der Wegweiser wieder zu nah dran, ne? Bau mal. Das ist wieder wegen dem Wegweiser blöd hier, ne? Ach, und wegen des Untergrunds. Okay. Dann schicken wir die mal dahin. Waffen geschultert! Bereit, eure zur Stelle! Aber wir müssen auch noch ein bisschen Kram drumherum bauen. Achtung! Ach, Mann. Es werden Rekruten benötigt sein. Okay, wir können auf jeden Fall einfach ein Haus jetzt bauen, das ist kein Problem. Zu Diensten. Vorwärts, Pikeniere. Wir müssten hier hinten schon mal so eine Linie irgendwie errichten, die wir eigentlich zurückfallen könnten. Am besten hier zwischen irgendwie. Hier zwischen noch eine Linie. Hauptmann, bei den Staubwolken gehe ich davon aus, dass der Feind in großer Zahl auf uns zumarschiert. Okay, die müssen jetzt alle hier durch. Eine Botschaft des Schweins. Meine Männer werden eure Knochen zermalmen. Die scheiß Pikeniere, ne? Die sind... Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. Das ist nervig. Sire! Und Marsch! Heieieiei. Unsere Schatzkammer leert sich. Achtung! Die Truppen des Schweins greifen an. Es sind einfach zu viele. Denen halten wir nicht stand. So. Achtung! Waffen geschultert! Okay, die gehen's einfach auch mal zurück. Schultert die Waffen.
Und die gehen mal zum Lord zurück hier. Wird uns gut tun. Ich speichere mal unter 3. Diesen und speichern. Okay, die arbeiten sich wieder an dem ganzen Scheiß ab. Sehr gut. Okay, wir können schon mal mit geballter Kraft feuern. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Teilweise treffen sie ihre eigenen Leute, das ist natürlich auch toll. Okay. Die Armbrüche richten nicht wirklich Schaden an, das ist super. Okay, ich denke mal, die Rammböcke werden auch nicht groß was hinkriegen. Ach du Scheiße, ja. Gut, aber die Pikeniere sind natürlich mega lahm. Und diesmal kommen da keine Leiterträger hoch. Das ist natürlich super. Ich weiß nicht, wie die Lederharnische bleiben. Ach, verdammt, Gold. Es werden Waffen benötigt sein. Okay, die Pikeniere sind schon am Kommen. Aber die Reitkörnkämpfer sind großflächig gefallen. Das ist schon mal sehr gut. Da hinten sind ein paar sind egal. Und die Pikeniere. Ja. Also ich denke mal, das haben wir gewonnen. Hier sind auch noch 12 in der zweiten Linie. Zur Stelle. Na okay, wollen wir doch mal sehen. Den Turm hier, den können sie ruhig kaputt machen. Kein Problem. Diesen und okay. Ja. Also die sind völlig ausgelaugt. Aber man merkt schon, also ganz einfach ist es nicht. Naja, zumindest wenn man sehr lange nicht gespielt ist und etwas müde ist. Und los! Ah, okay. Wir kommen hier nicht durch, weil ein Mauer kaputt ist. Na gut. Okay, was haben sie da noch? Ah ja, Armbrustschützen. Hier noch die Leiterträger, die sie gar nicht einsetzen. Ja, die haben es wahrscheinlich auch gar nicht erst losgeschickt, weil wir ja keine Mauern als Angriffsfläche hatten. Doch, sie greifen völlig bescheuert die unnützen Mauern an. Ach geil, die Holzfäller prügeln sich um diesen ganz kleinen, neu gewachsenen Baum. Wir haben beinahe kein... Es werden Waffen benötigt sein. Ja gut, jetzt wollen die natürlich alle rein, aber viel zu wenige, viel zu langsam und wir haben noch einen zweiten Ball. Unsere Positionierung ist auch recht gut. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp.
Und der Belagerungsturm. Belagerungsturm vor unseren Mauern. Ja, der ist da auch relativ egal, da wo er steht. Aber Botschaft von eurem Informanten. Die Leute fordern eine Kirche. Ja, macht jetzt auch nichts mehr. Unsere Holzfäller gehen schon über den Belagerungsturm. Ja, aber komisch, dass der da irgendwie an Palisaden steht. Das geht doch eigentlich gar nicht. Oder kann der da an dem einen Steinteil stehen? Also soweit ich das weiß, brauchen Belagerungsturm immer 3 Steinteile, Mauerstücke, damit er irgendwie was machen kann. Sire? Waffen geschultert! Im Laufschritt. Ach, jetzt müssen wir die letzten Typen hier auch noch besiegen. Also bei so wenigen richtigen Einheiten könnten die auch mal schneller aufgeben. Das ist ein bisschen nervig. Und Marsch! Die Leiterträger zählen offensichtlich nicht. Ein Glück. Und Marsch! Sie sind zur Stelle. Ladet nach. Achtung! Na also. Okay, die Baumeister hauen noch ab. Der Hauptmann hat den Rückzug befohlen. Zurück zu den Botenmännern. Wir verschwinden. Okay. Eine Botschaft des Schweins. Ich mache Hackfleisch aus euch. Hackfleisch. Den Spruch kannten wir auch schon. Wir sind siegreich, Sire. 7% Leute verloren. Oh. Das wollte ich eigentlich noch gar nicht. Ich wusste gar nicht mehr, dass das so schnell kommt. Ja, okay. Gefährliches Spiel, zweite Mission von bestimmt auch wieder 7. Bin ich mal gespannt. Gut. Jetzt bin ich, glaube ich, so langsam wieder drin in dem Ganzen. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Mission. Gut, dann erstmal wieder bis hierher und ja, bis zur nächsten Mission. Bis denn.